So ist es. Eine Küche passgenau einzubauen, das ist eine ziemlich komplizierte Aufgabe. Deshalb lassen wir das auch gerne von Fachleuten erledigen. Aber könnte man das auch selbst? Unser Reporter Jan Stremmel hat 3 Tage lang bei professionellen Küchenmonteuren mit angepackt und hat versucht, deren Tricks herauszufinden. Wie machen die das? Übung macht den Meister. Und jetzt kommen wir zu einer italienischen Spezialität. Bei unserem Gewinnspiel haben wir diese Woche ein sehr großes Entertainment-Paket für Sie vorbereitet. Mit etwas Glück gehört das alles schon bald Ihnen. Ein iPhone 11, ein Galaxy S20, ein iPad Air und die beiden Spielekonsolen Xbox One X und die PlayStation 4 Pro. Für noch mehr Wünsche gibt es 3.000 Euro obendrauf, ganz zu Ihrer freien Verfügung. Rufen Sie jetzt an unter 01379 44 9000 und vergessen Sie das Kennwort nicht. Es lautet Galileo, oder schicken Sie Galileo einfach an die Nummer 3 × 4 × 1. Die Daumen sind natürlich feste gedrückt und bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück bei Galileo. Alessandro Limone ist selbsternannter Lasagne-König. Er betreibt in London 4 reine Lasagne-Restaurants mit 21 Varianten davon auf der Karte. Jawohl, 21 Varianten. Sein Konzept ist so erfolgreich, dass er auch in Deutschland durchstarten will. Und das gleich mit einem neuen Rezept, speziell entwickelt für den deutschen Gaumen. Und jetzt zeigen wir Ihnen echte Superhelden. Bei unserem Gewinnspiel haben wir diese Woche ein sehr großes Entertainment-Paket für Sie vorbereitet. Mit etwas Glück gehört das alles schon bald Ihnen. Ein iPhone 11, ein Galaxy S20, ein iPad Air und die beiden Spielekonsolen Xbox One X und die PlayStation 4 Pro. Für noch mehr Wünsche gibt es obendrauf auch noch 3.000 Euro, ganz zu Ihrer freien Verfügung. Rufen Sie jetzt an unter 01379 44 9000 und vergessen Sie das Kennwort nicht, es lautet Galileo. Oder schicken Sie uns doch einfach eine SMS mit Galileo an 3 × 4 × 1. Natürlich sind die Daumen gedrückt und bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Der Galileo-Reporter Florian Eich hat sich einen Kindheitstraum erfüllt und sich bei denen zum Superhelden ausbilden lassen. Und wir wollten wissen, ob er zusammen mit seinen neuen Gefährten für Ruhe und Ordnung sorgen konnte. Einmal Superheld sein. Das war's bei Galileo schon wieder, aber bleiben Sie unbedingt dran, denn hier geht's jetzt weiter mit Schlag den Star in der Niederlande-Edition sozusagen. Sylvie Mais gegen Lilly Becker. Ganz viel Spaß dabei, bis nächste Woche und bleiben Sie gesund. Tschüss.